Hallo, moin moin, liebe Zuschauer. Let's play City 66L. Eine neue Runde, eine neue Folge. Eine Folge, in der wir versuchen, aus dem jetzt Minus rauszukommen. Und eben waren wir noch irgendwie bei plus 2000. Auf einmal sind wir auf minus 8000 runter. Das schwankt hier recht stark pro Runde. Hier haben wir mal irgendwann mal was weggerissen, was wir eigentlich gut wieder aufbauen können. Qualifizierte Arbeiter. Grünzeug hin. Ja, irgendwie stehen unsere Einwohner ja auf Grünzeugs. So. Das sind qualifizierte, machen wir hier auch fertig. Was soll das denn? Industrie hier auch mit der Nähe hoch. Hohe Dichte. Zwei Hütten noch hier hin. Da passt keiner mehr zwischen, oder? Ja, da würde noch so ein mittlerer mal zwischen passen. Genauso wie hier. So. Und dann gibt's Grünes. Schönes Gras. So. Verkehrsplanungstool. Hier haben wir noch ein Stück, das liegt aber an diesem mini blöden Auffahrtstück. Und im Tunnel. Kannst natürlich finden, aber wir kriegen das ja nie hin. Das jetzt ein Stück zu machen, vor allen Dingen dann hauen wir uns diese ganzen Büros wieder kaputt. Hier wird es dann ja eh nicht werden, oder wie? Mist. Oder es muss ein Stück länger werden. Nimm es erstmal weg. Ist erstmal egal. Ich weiß noch nicht, wir müssen ja auch mit den großen Straßen wieder unter oder über den Autobahnen längs. Und ich habe immer so nicht dran gedacht, dass wir viel Platz für Auffahrten benötigen. Damit man nicht sich selbst solche Problemstücke erzeugt. Jetzt ist eigentlich noch irgendein überlastet. 93% ist ziemlich viel. 83, kann noch ein bisschen mehr hier. Ach, also Buslinie wurde ganz gut angenommen, die eine, ne, scheinbar. Dafür ist die U-Bahn vielleicht wieder ein bisschen weiter weniger ausgelastet. Also Busse laufen besser. Oder fahren, Busse fahren besser, bringt mehr. Eine gute Frage. Wieso machen wir so viel Minus? Wir haben doch eigentlich auch alles, außer Produktionsgewerbe. Aber wir haben hier auch nicht so wirklich viel Platz. Wir machen einfach viel zu viel Umweltverschmutzung. Man kann das zwar immer mit diesen Parks wieder auffedern, aber das kostet ja dann auch ohne Ende Geld. Aber wahrscheinlich nicht stört, wenn wir hier noch ein paar einfach mal ransetzen. Produktionsgewerbe, hohe Dichte. Was ist das denn hier für Messschilder? Ich weiß auch nicht, warum das hier so zerklüftet ist. Ein bisschen mittlere Dichte zwischensetzen hier. So. Das bringt immer ordentlich Umweltverschmutzung, aber bringt uns wahrscheinlich auch mit der Produktion wieder auf plus minus null. Werden wir wahrscheinlich wieder Abfall brauchen und Strom, das ist aber gut. Wasser könnte sein. Abfall und Wasser. Naja, erstmal müssen wir mehr Plus kriegen, aber ich kann die Steuern nicht mehr erhöhen. Die Steuern sind schon echt
Arbeitsbedingungen in Land. Lebensmittelindustrie könnten besser sein. Was heißt das denn eigentlich? Habt ihr nicht genug Nahrungsmittel? Brauchen wir mehr Landwirte? Ich weiß es nicht. Achso, ja genau. Was macht unser Lebensumfeld? Hat sich hier verbessert? Genau, ist ein bisschen grüner geworden. Noch immer noch nicht so perfekt. Das heißt, die Rentabilität hier ist immer noch bei vielen Hotels echt mies. Das heißt, wir bauen nochmal bisschen mehr Park. Vielleicht hier unten nochmal einen rein. Passt nicht ganz auf die Ecke. Aber hier passt er noch ganz gut dahin. So. Wird das auch mal ein bisschen schöner. Was ich eigentlich auch mal überlegt habe, ob sowas gut aussehen würde, ich möchte es nur mal testen. Vielleicht bauen wir hier nochmal Gebäude hin, denn das ist natürlich blöd. Hier aber wahrscheinlich nicht. Kurve. Und da soll mal irgendwie so eine Dekoration reinkommen. Und dann nehmen wir die Straße wieder weg. Und das sieht gut aus. Geht, ne? Ist natürlich jetzt wegen diesen Kanten dann blöd. Aber es ist eine Möglichkeit. Der Flughafen hier direkt neben zu setzen, war irgendwie blöd. Wobei man sich doch eigentlich freut als Urlauber, wenn man nicht kilometerweit immer noch vom Flughafen irgendwo zum Hotel geeiert wird, sondern das Hotel einigermaßen, ja, näheren Umgebung ist. Vielleicht ist das tatsächlich ein bisschen nah. Da kann man vom Flughafen zum Hotel laufen. Naja, egal. Kriegen wir jetzt eh nicht mehr geändert. Das muss so bleiben. Sehe ich gerade, wie man da hinten dann zum Industriegebiet kommt. Da muss man von beiden Seiten alles verbinden. Oh, hier ist ein bisschen nicht ganz so cool. Und hier gibt es auch große Stellen, wo die ein bisschen meckerig sind, was das Lebensumfeld angeht. Nur 49%. Das ist wirklich nicht viel. Das sind so doppelte Streifen oder was? Das ist ja komisch. Ich möchte mal gerne testen. Da nicht immer Schönes hinpasst. Weil Platz ist ja eigentlich. Und hier die ganzen Gestressten. Ach, passt nicht. Wo Menschen sich erholen können. Das würde passen. Da haben wir es doch wieder, dieses komische. Was auch immer es ist. Nicht. So viel zu groß. Na egal, dann kommt hier wieder ein bisschen sowas hin. Sind doch auch schließlich Büros hier. Das sollte ein bisschen was für das Lebensumfeld tun und ein bisschen eigentlich die Rentabilität insgesamt steigern. Aber so wirklich rentabel ist es ja alles noch nicht. Die siedeln auch sehr spärlich an, liegt aber auch daran, dass wir die Steuern extrem hoch haben. Sollte man echt meinen, dass wir da ein bisschen mehr Geld draus machen.
Noch passt es alles. Führungskräfte ist mit 2% bald unterbesetzt. Guck mal gerade, wo sind wir denn stehen geblieben denn beim Umbau? Das könnten wir mal auch in große Büros verwandeln. Die Straße ziehen wir dann durch. Vielleicht sogar bis hier. Ja, das macht Sinn. Das ist auch kein so großes Projekt. Ich weiß es noch nicht. Das war ja auch albern, das war ja hier ran. Geht nicht, warum nicht? Das hier eigentlich. Achso ja, das waren Büros. Dein Ernst. Konzentration bitte. So, neue Büros. Wollen wir erstmal machen wir die Straße hier fertig, weil sonst, wenn gleich wieder diese riesen Bürotürme hier entstehen, sehen wir ja gar nichts mehr. Da sind wir ganz klug, machen das erst hier Straße fertig. Ich will ja nicht so einen Knick in der Linse haben. Dann muss das einmal weichen und dann müssen wir sowieso alles neu machen. Ein paar Arbeitslose. Ein paar Arbeitslose mehr. Ja, dieses Stück ist auch echt albern klein, ne? Das da unten, naja, dann haut uns das aber wieder. Ach, das ist Mist. Alles kriegt man nicht mehr perfekt hin, wenn man am Anfang blöd baut. Null Chance. Ich wollte hier ein kurviges Stück haben. Wieso tut er so? Langer Schatten eigentlich. Das kann man nicht mal irgendwie hier Busse noch mal. Naja. Komisch. Wir haben immer Schatten. Ja. Lass uns nicht ablenken. Bauen wir die Straße. Das geht hier, denkst du. Geht nicht. Kurbel. Wieso hat er denn hier so eine Probleme? Ist da wieder ein kleiner Höhenversatz drin. Nieder mit dem niederen Volk. Das waren ja Ungelernte. Das sieht man ja schon an den Hütten. Gibt's doch nicht. Ein letzter Versuch. Da meint er, dass er U-Bahn. Da ist der U-Bahn. Das kann ich doch hier oben nicht stören. Wir wollen ja keine unterirdische Straße. Und so, wir hatten Hotels weg. Ne, Quatsch, hier werden Büros weggerissen.
keine Straße mehr durchkriegen. Dann müssen wir das unbedingt. Ich glaube nicht. So, wir hatten hier unser komisches, längliches Lebensumfeldsgerät. Da ist es. Das kriegen wir nämlich hier noch hin. Und hier nicht. Hätte er klappen können. Hier vielleicht. Das finde ich sogar, das ist mal gut. Straße hier irgendwo rein zu buttern. Hier könnte man statt ein, könnte man dann zwei machen. Ach nee, komm. So schlecht geht es ja auch nicht. Dass jetzt auf so ein paar Doros angewiesen sind. Sollte auf jeden Fall schon deutlich mehr werden als das, was vorher da war. Unser schönes, großes Bürofibbel. So. Was ist denn eigentlich mit dem Verkehr los? Sieht gut aus. Bis auf dieses Stück. Dann, ich glaube, da müssen wir euch nochmal Gedanken machen. Das ist fast das letzte, aktuell das letzte verbliebene Stück, was echt Mist ist. Und hier ist auch noch so ein bisschen. Naja. Kriegen wir aber auch nicht besser hin. Das soll man so. Ich glaube, das auch mal so für diese Aufnahme. Was wir in der nächsten Folge machen, muss ich noch mal sehen. Das war nicht ganz so rentabel. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass der Flughafen viel zu nah ist. Naja. Also wie gesagt, das war's für heute. Schönen Tag euch noch und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.